Hallo ihr Lieben, heute gibt es das letzte aufgebraucht Video 2018. Ich habe hier nämlich einige Produkte stehen und ich würde die ganz gerne entsorgen. Aber man sammelt ja, ne? Man sammelt diese leeren Schachteln und Flaschen, um sie euch dann später vorzustellen. Und ja, den Eindruck und welchen Eindruck ich davon habe. Also ob ich mir das wieder kaufen würde oder nicht. Einige Produkte kauft man immer wieder. Und doch gibt es Produkte, die man nicht wieder kaufen würde. Also ich beginne jetzt mal mit dem Haushalt. Was ich immer wieder nachkaufe, ist Perwoll. Gerade jetzt in der Winterzeit haben wir ja Wollsachen, Schals, Mützen, alles Mögliche. Generell Wolles, Feines, Seide, alles kann man mit diesem Perwoll, Handwäsche oder auch für die Maschine bestens geeignet. Gibt es auch mittlerweile verschiedene Duftrichtungen, aber ich habe immer diesen Klassiker. Ja, den Klassiker. Kaschmir-Weicheffekt. Also sehr zu empfehlen. Dann mit diesem bin ich nicht so zufrieden. Ich bin froh, dass er alle ist. Biff, badneutral, hygienische Sauberkeit im Bad. Also brauche ich jetzt nicht weiter erwähnen, was das alles entfernen soll. Seifenreste, Urinreste etc. Nee, Quatsch, nicht Urin, entschuldigt bitte. Doch, die Toilette ist ja auch mit drauf. Ist auch eine Toilette drauf. Und auch die Armaturen. Also der Duft sagte mir nicht zu. Das ist so, das riecht so komisch irgendwie, so chemisch. Und das ist, wie gesagt, so ein Sprühfläschchen, da kommt so ein Schaum raus. Ich bin nicht damit zufrieden. Ich habe mich lange damit rumgequält. Aber ich schmeiße auch ungern Produkte weg. Aber ich komme nachher noch zu Produkten, die ich leider entsorgen muss. Und zwar für die Haut. Erzähle ich euch gleich. Was haben wir noch für einen Haushalt? Dafür bin ich umso angetaner von der Firma Sodasan. Da habe ich zwei Produkte, die ich euch wärmstens empfehlen kann. Gibt es im Biomarkt zu kaufen, zum Beispiel diesen Orangenreiniger. Das, also der hält ewig, der ist total ergiebig, da reicht ein Spritzer ins Wasser und ihr könnt alle Flächen, die Fenster, streifenfrei damit reinigen. Fantastisch, also für alle Flächen im Haushalt gedacht. Und hat einen sehr schönen maritimen Orangenblütenduft. Und da ich jetzt diesen Biffreiniger zum Glück wegschmeißen kann, habe ich mich nach etwas Neuem umgeschaut und bin fündig geworden. Auch im Bioladen Sodasan Essigreiniger. Hygienische Sauberkeit ist für die Umwelt gut, ist für Bad, für Küche, für alle Flächen, auch für Toilette, für alles geeignet. Entfernt auch Kalkflecken. Ist, man tut was für die Umwelt und man tut auch was für sich. Ist sehr ergiebig, wie viel Inhalt hat der. Ein Liter ist da drin. Und es riecht jetzt nicht so streng nach Essig, wie wir das vielleicht aus der Essigflasche kennen, ja. Jetzt weiter mit Augen-Make-up-Entferner. Hier ist jeweils noch was drin. Mit dem war ich nicht zufrieden, habe ich euch schon mal erzählt. Dieser Augen-Make-up-Entferner von Balea. Was hat der drin? Aloe Vera. Ist also auch ölfrei. Ich habe mein Augen-Make-up damit nicht besonders gut abbekommen. Ich musste da zig Wattepads benutzen. Und im Endeffekt bin ich doch mit Kokosöl drüber gegangen. Und dann der von Sephora. Das ist ein Produkt, was ihr wisst, ich liebe Sephora, aber dieser mit Kornblumenextrakt, dieses Gel, das war auch nichts für meine Augen. Vielleicht sind meine Augen zu empfindlich. Es verändert sich ja alles irgendwie im Laufe der Zeit. Den habe ich nicht besonders gut vertragen. Da ist noch was drin, der fliegt aber weg. Außerdem fliegt weg von Caudalie. Leider. Das ist eine Reinigungsmilch. Ich bin nicht so der Freund von Reinigungsmilch. Weil, weiß ich auch nicht, man gibt es ja auch so, doch ich weiß es schon, man gibt es auf dem Wattepad auf und reinigt sein Gesicht. Und ich mag das lieber mit Wasser, also mit so einem Schaum. Und der ist auch schon eine Weile offen. Und hier steht, der ist, ohne Brille, 12 Monate. Hier sind immer so kleine Symbole, müsst ihr mal drauf achten, bei Produkten, wenn ihr euer Bad aufräumt. Oder generell, wenn ihr Produkte benutzt und ihr wisst, ich habe das schon länger offen. Und der riecht auch schon ein bisschen merkwürdig. Und der ist länger als 12 Monate auf, weil der immer so ein bisschen stiefmütterlich nach hinten gerückt ist. Also der fliegt weg. Außerdem fliegt weg, auch von Caudalie, zwei Produkte. Einmal eine Cashmere Lifting Cream und ein Lifting Serum. Das ist noch fast voll. Ich zeige es euch. Guckt euch das mal an. Diese Creme, ich achte da sehr auf die Haltbarkeit, weil man gibt sich das ja ins Gesicht und die Haut reagiert empfindlich. Meine jedenfalls, also hier steht nach Öffnen 6 Monate und dieses Produkt ebenfalls. Ich kann sie empfehlen, sind tolle Produkte, aber sie sind zu lange offen. Die sind bestimmt schon ein Jahr offen und ich habe sie nicht benutzt, weil ich andere Sachen hatte, weil ich viel probiert habe und dachte, ach naja, das wird bestimmt nie erhalten und ich habe mich jetzt eines Besseren belehrt, indem ich nachgeschaut habe, 6 Monate, also müssen sie weg. Ja, ist schade, aber ist halt so, ne?
Warte mal, hier, die Augencreme, die ist aufgebraucht. Die war ganz gut, kaufe ich mir nicht nochmal. Das war jetzt nicht speziell für reife Haut, die normale, simple, klassische Augencreme. Die ist aber ist zu empfehlen, gerade jetzt im Winter, sie ist sehr reichhaltig. Ihr müsst nur aufpassen, ihr dürft nicht zu nah hier ans Unterlid kommen, also nicht zu nah an den Wimpernkranz. Immer so, naja, man sagt immer so einen Zentimeter weg, weil es sind oft Kriechöle in diesen Augencremes und dann kriecht das dann so in die Augen, das ist nicht so günstig. Bleiben wir weiterhin bei den Augen. Hyalofresh. Ich habe jetzt einen hohen Bedarf an Augentropfen. Ich habe mir jetzt welche von Bepanthen besorgt. Die waren bedeutend teurer, kosten um die 13 Euro. Die haben so ein neues Pumpsystem. Da kann das Fläschchen sogar ein Jahr lang nach Öffnung weiterhin benutzt werden. Wind, Kälte, Wärme, Computerarbeit etc. Alles trocknet die Augen aus. Und gerade im Winter, wenn die Augen tränen, ist das ein Zeichen dafür, dass eure Augen zu trocken sind und man sollte sie einfach ein bisschen befeuchten. Kann ich auch wärmstens empfehlen, Hyalofresh oder die Bepanthen Augentropfen. So, dann haben wir hier Audio Spray, das hatte ich mal probiert, zum Reinigen unserer Öhrchen. Ist gut, kann man super, ist eine ganz simple, easy Anwendung. Man sprüht das so rein ins Ohr und drückt hier so ein bisschen, dann kann man mit einem Wattebausch oder mit einem Kleenex sein Ohr reinigen. Ist prima für die Ohrreinigung gedacht, man soll ja nicht mit dem Ohrenstäbchen reingehen. Ne? Weiterhin habe ich hier von Santé diesen wirklich sehr guten Nagellackentferner, der ist jetzt leider auch alle, der dieses schöne Pumpsystem hat, wo man hier oben den Wattepad oder das Pad auflegt und pumpt und dann hat man ein Getränk, das Wattepad, und muss nicht so gießen und kippen, ist toll. Ist mit Orangenblütenöl Bio. Ja, diese beiden Sachen von Dr. Hauschka sind leider auch was für die Tonne. Einmal Zitronengras, Zitronen-Lemongrasöl ist schön zum Eincremen, also nach dem Duschen auf die feuchte Haut, erfrischend im Sommer besonders. Und hier ein Moor-Lavendel-Pflegeöl, das muss man so schütteln. Also das riecht schon ein bisschen merkwürdig und da ist auch das riecht nicht mehr gut. Da ist, glaube ich, da ist nichts drauf, aber es riecht nicht mehr. Man hat ja so ein Gespür dafür, ne, wie sowas riecht oder riechen soll. Fliegt also weg. Ein Favorit, die Caudalie Handcreme, die hatte ich euch auch schon mal empfohlen. Die ist jetzt leider auch leer. Das ist so ein Hand- und Nagelbalsam. Und der Vorteil bei dieser Creme ist, die kostet um die 10 Euro, dass ihr keine fettigen Finger habt. Ihr könnt danach sofort etwas anfassen. Ist sehr pflegend. Jetzt gucke ich nochmal mit meiner schlauen Brille. Ihr wisst, das ist ja mal so klein geschrieben. Was war da nochmal drin? Weintrauben, okay. Karité und Avocado-Butter. Avocado-Butter war da drin. Ja, ach, hier habe ich noch ein Haushaltsteil. Dieses Aloe Vera Cremeseife von Frosch. Das fülle ich immer in so ein hübsches Gefäß ab. Das ist eine tolle Handseife für die Küche, fürs Bad, fürs Gästeklo. Trocknet die Haut nicht aus. Pflegeformel, pH-neutral, dass sich der pH-Wert unserer Haut nicht verschiebt. Ne? Dass der so gleich bleibt. Und man wäscht sich ja eben oft die Hände. Oder man sollte sich sehr oft, gerade jetzt in der Erkältungszeit, die Hände waschen. Da gibt es ja so, auch so, also Regeln, habe ich mal gesehen in so einem Ratgeber-Ding, dass man sich so lange die Hände waschen sollte, wie man Happy Birthday singt. Und man sollte sich die Hände auch besonders hier zwischen waschen, ne? Und auch die Finger gucken, wenn man hier alles Mögliche anfasst, ne? Ob das jetzt Türklinken sind oder Einkaufskörbe und. Oder auch jetzt bei der Bank diese Knöpfe, wo man da drauf drückt, wenn man Geld abhebt. Also immer schön die Hände waschen mit einer milden Seife. Für die Haare aufgebraucht dieses Oil Magic, dieses Serum, dieses Schönheitselixier, was ich in die feuchten Haarspitzen gebe oder wenn ich meine Haare färbe, also den Ansatz färbe, bevor ich das ausspüle, die Farbe gebe ich in die trockenen Haarspitzen, immer dieses oder in die leicht angefeuchteten Haarspitzen dieses Öl, damit nicht die braune Farbe denn oder dunkelblonde Farbe in die Spitzen so mit einfließt. Gerade jetzt im Winter ist toll, ist eins meiner Lieblinge geworden. Und dann hatte ich noch von La Biosthetique, das ist so Trikoprotein, das war so eine Feuchtigkeitsmaske, die ist jetzt auch leer. Die Produkte von La Biosthetique, die habe ich sehr lange benutzt, aber ich bin ja so ein bisschen jetzt auf L'Oreal umgestiegen, wie ihr mitbekommen habt, also auch in der Haarpflege. Und bin bis jetzt zufrieden damit. Da gibt es übrigens jetzt ein neues Shampoo ohne Silikone von Oil Magic mit Kokosöl.
was die Haare auch nicht beschwert und auch nicht die Kopfhaut verschließt. Silikone verschließen ja so die Kopfhaut. Ja, weiterhin, bitte jetzt nicht lachen. Dieses Teil, das habe ich ein paar Mal benutzt. Wir hatten ja irgendwann mal das Deo-Problem, ne? Ich sag euch, ihr habt so geil geschrieben, riecht wie ein Chlorreiniger. Ihr habt mir irgendwie rosa noch empfohlen, habe ich nie bekommen und blau auch nicht. Ich habe immer nur die grünen gesehen bei uns. Ich war in mehreren Drogerien, also das geht überhaupt nicht. Ich bin wieder zu meinem Natron zurückgekehrt und dann hat mir eine Zuschauerin geschrieben, ich weiß leider nicht mehr, wer das war, aber die Dame, die das vielleicht jetzt guckt, vielleicht meldet sie sich mal. Also danke für diesen tollen, tollen Tipp, weil ich bin ja auch Fan von Kokosöl. Und die Verbindung Kokosöl und Natron, die ist genial. Also auf die feuchten Finger etwas Kokosöl geben, unter die Achseln geben und dann weiterhin auf die feuchten Finger Natron. Ist perfekt. Also das ist super perfekt und pflegend. Also das ist ein so genialer Tipp. Vielen Dank. Ich danke dir wirklich von Herzen. So, dann haben wir noch Duschgele, Frangipani Nivea. Frangipani Blütenöl ist ein sehr schönes Duschgel. Wer jetzt nicht so viel Geld ausgeben möchte, aus der Drogerie. Der typisch schöne Nivea-Duft, angereichert mit Frangipani-Blüten. Balea, Schönheitsgeheimnisse, Duschgel, Totes Meer, ist auch ein schönes Duschgel, ein sehr frisches Duschgel. Besonders auch für jeden Hauttyp geeignet. Können auch Männer benutzen oder Kinder. Ist ein sehr schöner, unaufdringlicher Duft. Dann habe ich weiterhin, ihr wisst es, ihr kennt es, meine geliebte Nivea Q10 straffend mit Vitamin C Body Lotion. Die wird immer wieder gekauft. Dann hatte ihr dieses von Medipharma Cosmetics, das werde ich mir jetzt auch nicht nochmal neu kaufen, ist in Ordnung, dieses Wimpernserum, aber wenn man sich die Augen oder das Augen-Make-up mit einem guten Augen-Make-up-Entferner entfernt oder eben auch mit diesem Kokosöl, sind die Wimpern ja auch gepflegt. Ich hatte von der Firma Deuten, ich hatte ja schon ein Video darüber gemacht, auch einen ganz tollen Augen-Make-up-Entferner zugeschickt bekommen mit Calendula und Kamillenblütenöl, Extrakt. So ein Zwei-Phasen-Produkt ist auch für wasserfeste Mascara geeignet und das ist toll. Da hat man keine geröteten Augen und mit dem bin ich sehr, sehr zufrieden. Der hat allerdings seinen Preis, der kostet 16,90 Euro. Oh mein Gott, es sind die Augen, ne? Und man sollte da, glaube ich, nicht sparen. Deswegen bin ich immer so am Rumprobieren mit diesen Augen-Make-up-Entfernern. Und bei mir geht es ratzfatz, wenn ich da nur ein, zweimal feststelle, meine Haut ist total ausgetrocknet und rot und dann nehme ich den nicht mehr. So, also Medipharma Cosmetics Wimpernserum ist jetzt auch für die Tonne. Weiterhin für die Tonne, was ich schade finde, aber ich habe den, warte mal, wie viele Monate sind da? 12 Monate. Ein Labello Lippenbutter, die habe ich letztes Jahr gekauft im Winter und habe die nicht so benutzt im Sommer. Vanille. Eine ganz tolle Lippenbutter, aber die fliegt auch weg. Die riecht, naja, es geht noch, aber ich finde, man sollte sich daran halten, wenn das mit diesem Haltbarkeitsdatum draufsteht, nach geöffnetem Zustand, aber, nee, nicht, aber man geht ja mit dem Finger, gerade bei einer Lippenbutter mit dem Finger, okay, vielleicht auch manchmal mit einem Q-Tip rein, aber muss man ja nicht machen, ne? Alles so Augen und auch Mund ist so empfindlich, gut. Dann hatte ich ein Produkt zugeschickt bekommen, Vitalis von einer Firma, schon eine Weile her, ich habe das angefangen zu testen, das ist so ein Augenserum. Da gibt es auch so, da gibt es mehrere Produkte, mit denen war ich nicht so ganz zufrieden, deswegen habe ich auch kein Video darüber gemacht und es ist auch noch nicht leer. Aber das hat meinen Augen, ich habe da gar keinen Effekt gesehen und ich musste nach einer Stunde schon wieder so nachcremen, eine andere Augencreme drüber geben und das entferne ich jetzt auch aus meinem Bart, das steht da nur rum und irgendwie, wenn da so viel rumsteht, ihr kennt das ja vielleicht, dann weiß man gar nicht, was benutze ich denn jetzt. Und jetzt sind hier noch zwei Masken. Das ist einmal diese Granatapfelmaske, Feuchtigkeitsmaske von Shebens. Das sind 3 Stück. Einen habe ich benutzt, mit der war ich auch nicht zufrieden. Ich war nicht damit zufrieden. Wenn jemand damit zufrieden ist und sagt, oha, das ist aber toll, prima. Also mir hat sie nicht gereicht. In dem Moment war es okay, aber ich hatte da keine langanhaltende Wirkung. Und es ist ja das Ziel oder der Wunsch, wenn man eine Maske macht, dass man eben so einen langanhaltenden Effekt wenigstens einen Tag hat. Und dann noch diese von Balea Hausmarke, so eine Pearl and Glow Maske. Ich habe mal, also einmal benutzt, einmal ist noch drin. Ich habe das aufgenommen, dass ihr das sehen könnt. Das sind 2 Stück. Also da hat man, das ist so ein, vielleicht seht ihr das noch, so perlmuttig. Das ist so eine Konsistenz. Man hat das Gefühl, als würde man sich Perlmutt auf die Haut geben. Und ja, sie soll ja diesen Glow-Strahle-Effekt hinterlassen auf der Haut. Aber das braucht man auch nicht unbedingt, ist mein Fazit. So, ihr Lieben, meine lieben Zuschauerinnen, ich habe mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Ich würde mich sehr freuen an die neuen Zuschauerinnen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonniert. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen. Ich freue mich immer über eure Kommentare und ich ende wie immer mit dem Satz, seid besonders gut zu euch und bis bald.
Ciao.